und willkommen zurück zum SMBX Tutorial. Und ich weiß jetzt, was Attached to Layer ist. Also, dieses kleine Event hier. Dazu braucht man auch wieder ein Layer. Ich zeige euch am besten erstmal, was das überhaupt ist. Ja, also. Ach du. Platziere schon den. Guck mal. So. Ihr seht schon, die Röhre bewegt sich mit dem Goomba. Der Goomba ist sozusagen ein Planet, der die Röhre bewegt. Sobald der Goomba tot ist, bewegt sich die Röhre nicht mehr. Woran liegt das? Die Röhre bewegt sich mit dem Goomba mit. Also solange wohin sich der Goomba bewegt, dorthin bewegt sich auch die Röhre. Das heißt, man nimmt ja am besten einfach NPCs, die sich bewegen. Das können schneller auch sein. Das heißt, man nimmt hier zum Beispiel ein Layer, wie zum Beispiel die Röhre hier, und gibt den hier ein, Pipe, und dieser Layer bewegt sich dann mit diesem NPC mit. Es ist so eine Art Magnet. Lustig, ich weiß. Das ist jedenfalls Attached to Layer, also dass sich ein Objekt, also ein Layer mit einem NPC fortbewegt. Ja, das war's auch schon damit, und ja. Jetzt kommen wir zum letzten Event, nämlich zu diesem hier. Nämlich, dass sich folgendermaßen Position ändert und Musik und Background mit einem Event. Zum Beispiel. Ja, das, was hier bei der Position so wichtig ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Das spielt eigentlich nur dann meist eine Rolle, wenn man Autoscroll verwendet. Also das mit Position ist eigentlich nicht so wichtig. Es geht mehr um Musik und Background für mich. Und zwar, jetzt braucht man erstmal Camtasia. Nein, das braucht man nicht. Nur zum Aufnehmen. Jetzt kann man zum Beispiel hier mal eine Musik einstellen. Ja, nehmen wir mal Ghost House. Ah, sehr schön. Und dann nimmt man hier Use Current. Dann steht hier Ghost House und Ghost House. Und dann macht man hier einfach wieder das ursprüngliche. In diesem Fall Overworld und Hills. So. Das heißt, pass auf, sobald sich das Big Event 1 aktiviert, das heißt, sobald das hier kommt, ändert sich die Musik und der Background, wie ich es im Eventfenster angegeben habe. Und das bleibt dann auch so. So kann man zum Beispiel Überraschungen einbauen. Wenn man das jetzt wieder normal haben will, kann man das auch einfach wieder so gerade biegen, indem man dann zum Beispiel bei Speak 3 hier einfach überall wieder Default eingibt. Das heißt, dann wird der Level wieder so, wie er am Anfang war, wo man ihn gestartet hat. Das heißt, jetzt hier Geisterhaus und zack, wieder normal. Also, sobald man wieder mit ihm redet, Geisterhaus, normal. Nun zum letzten Event, nämlich wie man Objekte steuert. Nämlich, wie ihr ja bereits wisst, kann man ja solche Objekte, ja, bewegen. Aber wie stoppt man die?
Also braucht man jetzt ein weiteres Event. Und noch eins. Nämlich, also, wenn sich dieses Event aktiviert, bewegt sich die Pipes. Da kann ich jetzt auch nochmal Autostart verwenden. Dann bewegt sich Rohre so. Unaufhörlich. Wenn man die jetzt allerdings stoppen will, nimmt man einfach ein weiteres Event und. Warte mal, ich brauche noch ein drittes. Ja. Gibt hier einfach Stop ein. Aber ich weiß gerade. Ja, dann gibt man hier Pipe ein und lässt ja alles auf Null. Das heißt. Ja, also wie stoppt man ein Layer, wenn es sich bewegt? Das heißt, die Röhre bewegt sich jetzt hier horizontal mit einer Geschwindigkeit von 2. Wenn man die jetzt allerdings stoppen will, wird es jetzt etwas kompliziert. Nämlich muss man hier unten das Stop-Event eingeben. Das ist in diesem Fall das hier. Wirbus. Ist das doch? Ja, das ist es. Und dann geht man hier wieder hin. Gibt hier mal noch ein. Und jetzt muss man die Verzögerung eingeben. Das heißt, wie lange soll sich die Pipe horizontal mit einer Geschwindigkeit von 2 bewegen, bis sie gestoppt wird von diesem Event. Das machen wir jetzt mal 5 Sekunden lang. Und nach 5 Sekunden bleibt die Pipe stehen, weil sich dann automatisch das hier aktiviert. Da stoppt sie dann, weil sie sich hier nicht mehr bewegen kann. Und hier bewegt sie sich dann genau umgekehrt. Nämlich mit einer Geschwindigkeit von minus 2. Und dann bewegt sie sich wieder zurück. Und ja, stoppt hier. So, jetzt brauche ich das nochmal. Ja. Jetzt brauche ich das hier wieder und nun verbinden wir das miteinander. Pipe fährt los. Nach 5 Sekunden bleibt sie stehen. Dann sagen wir hier mal, brauche ich das hier? Fährt sie nach 3 Sekunden wieder los, also sie bleibt 3 Sekunden lang stehen. Dann aktiviert sich das hier, dann fährt sie wieder zurück. Dann brauche ich das zweite Stop-Event. Gib hier 5 Sekunden ein. Dann ist sie nämlich genau wieder da, wo sie vorher war. Dann aktiviert sich das hier. Dann bleibt sie wieder stehen. Und dann lassen wir sie nochmal nach links fahren. Und zwar in 3 Sekunden. Dann fährt sie wieder nach rechts. Nicht links. Ja, dann fährt sie nach rechts. Und das zeige ich jetzt mal, wie das aussieht. Nämlich so. Erstmal mit Autostart bewegt sie sich nach rechts, 5 Sekunden lang. Zack, bleibt sie stehen, 3 Sekunden. Dann geht sie wieder nach links. Ausgangsposition, 3 Sekunden stehen bleiben. Und dann geht das wieder von vorne los. So kann man Layer mit einem Event bewegen, stoppen, bewegen, stoppen, bewegen. Und immer so weiter. In einer Endlosschleife. Ja, das war's dann auch schon mit den Events. Und ich schau mal, wie lang die Aufnahmezeit ist. Und ja, machen wir weiter. So, da bin ich wieder. Und zwar auf meinem wunderbaren Desktop. Ja, jetzt seht ihr ihn mal, wie er jetzt aussieht. Schon eingerichtet. Ja, jetzt brauchen wir nämlich den Computer. Also wir gehen auf Computer. Dann haben wir hier sowas. Jetzt müssen wir auf die SMPX-Daten zugreifen, nämlich die Data. Also einfach auf die Festplatte zugreifen, wo ihr SMPX habt. Ein wunderbarer Name. So. Ja, mal ein Ordner hier alles mit den ganzen Sachen. So, jetzt geht ihr in euren Ordner. SMPX. Und
Und ja, worum geht's jetzt eigentlich gerade? Es geht um Custom Graphics. Ich werde jetzt nämlich in den nächsten beiden Parts Custom Graphics und Custom Musics durchnehmen. Erstmal die Custom Graphics. Dazu geht ihr nämlich in euren World-Ordner. Und hier habt ihr dann eure ganzen Levels. Den Ordner habt ihr von vornherein, das ist nämlich Generation 2. Das sind unsere ganzen Levels. Das ist ein Spiel, woran ich selbst arbeite, aber nicht wirklich vorankomme. Jetzt geht es nämlich darum, ihr geht in euren... erstellen wir uns jetzt einfach mal hier einen Ordner. Ihr erstellt euch einen Ordner, den nennt ihr irgendwie. Ich nenne jetzt mal Tutorial. Bumm. So, und das ist jetzt eine Art Spiel. Da könnt ihr nun eure ganzen Level reinpacken. So, jetzt sind die nämlich alle da drin. Das ist jetzt sozusagen euer Spiel. Halt die Levels. Und zwar, jetzt wenn man in einem Level Custom Graphics einfügen will, macht man das folgendermaßen. Man erstellt sich hier einen Ordner. Und den nennt man wie den Level, wo man die Custom Graphics einfügen will. Halt nur ohne dieses LVL. Ich will jetzt mal in mein Events Level Custom Graphics einfügen. So. Das heißt, was ich jetzt hier einfüge, das wird auch automatisch hier eingefügt. Beziehungsweise ersetzt. Jetzt gehen wir nämlich... Und jetzt geht es darum, Custom Graphics einzufügen. Ihr könnt alle möglichen Sachen herunterladen und alles. Also es gibt sehr viele Custom Graphic Packs, was ihr euch herunterladen könnt. Es sind die meisten eigentlich auch kostenlos und so. Aber ja, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten hier so einen Ordner mit lauter Custom Graphics. Und jetzt geht es darum, wie man die einfügt. Ich nehme jetzt einfach mal die Custom Graphics aus Generation 2. Einfach aus irgendeinem Level. Haben wir 29. Müsste irgendwas in der Wüste sein. Ah, sehr schön. Ah, ja. Jetzt übt sich's langsam ein. Und ja. So. Diese Custom Graphics habt ihr jetzt zum Beispiel in einem Ordner, den ihr euch gedownloadet habt. Wie fügt ihr die ein? Ihr nehmt die einfach. So, markiert die. So. Und geht dann auf Kopieren. Dann geht ihr auf euren Ordner. Auf den SMBX-Ordner. In Words. Und Tutorial. Ja, also euer Spiel. Dann erstellt ihr euch, wie gesagt, diesen Ordner. Und da fügt ihr das dann ein. Und jetzt sind hier diese ganzen Graphics drin. Die sind nun auch automatisch im Spiel. Zeige ich jetzt mal. Dazu safet man das Ganze hier einfach. So, und nun habt ihr hier andere Grafiken. Oder auch nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Achso! Dumm. Den hier brauchen wir. So, war im falschen Level. ja. Jetzt habt ihr Custom Graphics. Das war's auch schon. Jetzt könnt ihr beliebig Custom Graphics einfügen, euch downloaden und einfügen. Und ja. So fügt man die ein, aber das heißt noch lange nicht, dass ihr die gleich so habt. Denn, ja, ihr
habt ihr zwar die Custom Graphics, aber nun müsst ihr natürlich noch dem Spiel sagen, auf welche Grafiken er das überhaupt setzen soll. Dazu gehen wir wieder in den Arbeitsplatz. Wieder in SMBX-Ordner. Und gehen. Ja. In den Ordner, wo ihr die Custom Graphics einfügt. Und nun seht ihr hier ja schon überall, dass da sowas drunter steht. Und danach müsst ihr das jetzt benennen. Das heißt, jede Grafik hat einen Namen. Das zeige ich gerne mal. Es gibt hier nämlich ja auch noch einen anderen Ordner, nämlich Graphics. Das sind die Grundgrafiken in SMBX. Und geht ihr in die, könnt ihr euch das jeweilige anschauen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Blockgrafik ersetzen wollt, geht ihr hier ins Blocks. Und dann schaut ihr euch an, welche Grafik ihr in eurem Level nicht brauchen könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ah, das hier brauche ich nicht, will ich ersetzen, dann könnt ihr die, braucht ihr die ID, das ist in diesem Fall Block-9, und dann müsst ihr mal schauen, ob der Block auch oder der NPC oder Background auch sowas hat. Denn wenn er sowas hat, braucht ihr das auch, nämlich so ein Block-9M. Fragt mich jetzt bitte nicht, wozu das gut ist, ihr braucht es einfach. Ansonsten funktioniert das nicht so richtig. Und dann, wenn ihr jetzt sagt, diesen Block braucht ihr nicht, geht ihr zu euren Custom Graphic Ordner. Und gebt das halt ein. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, diese Grafik will ich jetzt auf diesen Block 9 setzen, geht ihr auf Umbenennen und legt den auf Block 9. Jetzt werdet ihr gleich sehen. Jetzt brauche ich nur noch den Block 9M. Oder? Naja. Ist ja auch egal, ihr braucht dann jedenfalls noch so einen Schattenblock, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann könnt ihr das so einfügen. Hatte der Block 10 nicht auch sowas? Würde mich schon mal interessieren. Block 10. Der 10 hatte doch auch sowas. Scheinbar braucht man das nicht wirklich unbedingt. Auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mal safe. Dann müssen doch eigentlich, ja, jetzt ist der Block ersetzt. Also, so könnt ihr, jetzt ist halt der Block 9 ersetzt. So könnt ihr jedenfalls Custom Graphics einfügen. Das könnt ihr für alle machen. Halt für diese drei Grunddinger. Blocks, Backgrounds und NPCs. Vielleicht sogar noch für die Figuren. Aber dann müsstet ihr auch noch Effekte austauschen. Die braucht man nämlich auch. Also es reicht nicht nur immer bloß die Figur zu ersetzen, sondern man braucht dann auch noch eventuell Effekte und alles. Das heißt, wenn ein Hammerbruder zum Beispiel Hammer wirft, müsst ihr auch noch den Effekt ersetzen, wo der Hammer wirft. Ansonsten sieht es etwas komisch aus. Das war's auch schon wieder. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.